Hallihallöchen und willkommen zurück bei World of Warcraft Battle for the Azeroth, Battle for Azeroth, so heißt das. Und ja, da ist es. Das Schwert des Titanen in Silithus. So sieht Silithus jetzt aus. Boah, heftig. Entdeckt der Südwindposten. Ja, das sind jetzt. Ja, hier sind wir. Oh, hier sind ein paar Quests und ich glaube, die sind nicht niedrigstufig. Ne, die sind nicht niedrigstufig. Die könnten wir sogar machen. Ja. Dann machen wir den auch. Komm, den nehmen wir direkt an, oder? Ich habe den Flugpunkt. Haben wir hier einen Flugpunkt? Weiß ich nicht. Müssen wir gleich gucken. Er hat sich ausspioniert. Hey, Zündeli, bin ich froh, dass ihr hier seid. Nee. Wie ist das hier alles über den Kopf gewachsen? Killerkäfer. Eine seltsame Substanz. Diese Riesenschwert, das da im Boden steckt. Ich habe gar kein gutes Gefühl, was diese Gegend angeht. Und als ob das noch nicht ausreicht, halte ich jetzt auch noch Berichte, dass Spione der Allianz in unserem Lager ihr Unwesen treiben. Jetzt mal ehrlich, die dunkle Fürstin hat Pläne mit diesem mysteriösen Erz. Und ich werde nicht derjenige sein, der ihr dabei in die Suppe spuckt, wenn ihr versteht, was ich meine. Begebt euch zum Minenlager und kümmert euch um die SI-7-Spione, bevor sie unsere ganze Operation sabotieren. Tötet die Agenten der Insilitus. Annehmen. Warte. Stellt die Dreckigen und er direkt natürlich noch eine. Und vorlesen? Darf ich? Ja. Ja. Mir ist hier nicht alles über Kopf gewachsen. Killer. Hab ich doch angenommen. Hä? Kann ich. Lasst mal wieder von euch hören. Ich muss, glaube ich, mal landen. Nicht richtig. Was geht nö. Ab? Okay. Macht sie fertig. Hier ist aber noch eine. Ah ja. Was braucht ihr? So. Sog, sog. Groll. Zeigt mir, wie die Horde nach Silithus geführt hat. Zeigt mir, was die Horde nach Silithus geführt hat. Das wollen wir uns nochmal eben anschauen, ne? Jo. Der Arzt zum Sieg. So. Oh, ich bin ruhig. Kriegshäuptling, erlaubt mir das Wort zu ergreifen. Mit Herzen voller Trauer und Stolz versammeln wir uns heute hier. Trauer, denn viele mutige Helden der Horde fielen gegen einen schrecklichen Feind. Und Stolz. Denn allem zum Trotz haben wir die Legion bezwungen. Wir haben geblutet, jetzt heilen wir. Wir haben getrauert, jetzt feiern wir. Für die Horde! Für die Horde! Kriegshäuptling, habt ihr einen Moment? Sicher will Gallivix Werbung für neue Goldschäffelein machen. Ratten riechen jedes Geschäft. Und werden gefressen, wenn sie nicht aufpassen. Er schickt mehr und mehr Goblins nach Silithus. Nichts Gutes kam jemals aus Silithus. Das wird alles verändern. Ich sag's ja! Und die Allianz ist völlig ahnungslos. Ach, macht euch keinen Kopf. Meine Leute sind dran. Ja, das hat die Horde nach Silithus geführt. Wie das Schwert da hinkommt, das wissen wir eigentlich ja, oder? Ja.
Genau. So, was hat er denn? Auf die faule Haut. Ich bin schon lange genug dabei, um zu wissen, dass man einem Goblin nicht die Arbeit eines Orks überlassen kann. Gallifix und seine Kartell mögen dem Kriegshäuptling dienen, aber wir sollten sie lieber im Auge behalten, wenn wir hier vorankommen wollen. Ich habe bereits mit angesehen, wie einige der Arbeiten herumbummeln und faulenzen. Die Horde duldet keine Faulheit. Geht und ändert diese faulen Schürfer da daran, wo ihr Platz ist. Motiviert 10 faule Schürfer. Ja. So. Wir werden natürlich, ja, natürlich werden wir sie erinnern. Ich habe hier jetzt gerade keinen Flugpunkt gesehen. Ich auch nicht. Gibt es hier wahrscheinlich noch keinen? Nein. So, was soll man denn machen? Ist, glaube ich, eh alles in einem da hinten. Achso, du bist auf dem Flugtier schon? Ja, nicht mehr. Achso, jetzt bin ich nämlich. Ja, ist egal. Komm, wir hüpfen hier. Ich fliege mal einmal nach ganz oben. Silithus, die Wunde. Gab es vorher nicht. Wie gesagt, die Wunde an sich gab es nicht. Das ist das riesige Schwert. Das sieht schon mega aus. Des Titans. Was jetzt eben in Silithus ja, steckt und die Welt tötet. Anders kann man es nicht sagen, die Welt stirbt. So, hier unten haben wir, glaube ich, so ein paar faule kleine Goblins. Bist du schon unten? Ja, ja, ich bin wieder unten. Was wollt ihr? Ich habe meine Augen nur ausgeruht. Bist du da? Bist du Faye? Nee, ich bin noch nicht da. Komm, ich drehe dich schon. Hast du denn den einen wenigstens auch mitgekriegt jetzt? Ich glaube nicht. Du bist an mir vorbei, aber na gut. Jo. Ja, ja, ich seh's. Aber wieso hab ich. Ich versuch hier gerade runterzukommen. Also versuchen, also. Du musst dir dringend mal echt mit der Steuerung befassen, ne? Ja. Da kann wohl scheinbar nicht jeder. Hier. Oh, ich hab einen Agenten schon. Du hast auch einen Agenten hinter dir. Ja, die können leider ausweichen. Was bringt denen auch nichts? 2 von 10. So, den müssen wir mal hier in den Hintern. Ich schicke die Schläger weg hier. So, hier ist noch einer. Okay, okay, ich arbeite ja. So, hier oben ist auch nochmal ein Faulen, den sehe ich doch. Den rieche ich da. Und da ist noch ein Agent. Und da ist noch ein Agent. Okay, okay, ich arbeite ja. So, hier ist noch ein Agent. Das heißt, die Allianz wird natürlich wissen, was wir hier tun. Ja, natürlich. Ist das noch einer? Sterbt schnell! Okay. So. Wo sind die Faulen denn? Na, da ist auf jeden Fall wieder ein Agent. Oh, die haben auf jeden Fall ein bisschen Kohle dabei. Was ja auch nicht schaden kann. Nee, die brauchen wir nachher sowieso. Eben. Ah, da ist noch ein Agent, habe ich gerade gesehen. Die sind immer ein bisschen schlechter, aber gut, die sollen ja so sein. Die sollen ja nicht so einfach sein. Ja, weißt du noch, wie Silithus vorher aussah? Hast du das noch ein bisschen in Erinnerung? Nee, nicht mehr ganz so. Dann kannst du auch eine Zeitreise machen. Ja, aber nicht jetzt. Da hinten ist noch ein Agent. Ja. Hier sehe ich auch immer. Nicht Agent, sondern. Achso, die Faulen. Jo. Wo man ein bisschen zum Arbeiten animieren muss hier.
man treten muss. Genau. Ja, eins, ja, zwei, ja, drei. Hier wieder einige. Was erzählt man sich auf der Straße? Die schicken ihre Schläger, weg hier! Ja, also auch motiviert, super. No, ich spuck das aus. Ja, gleich wieder. Hier ist ein, warte, hier ist ein Agent, andere. Hier ist ein Agent, hier ist ein Agent. Ach da. Wieder so ein Zwerg. Ein Zwerggewalt. Ja gut, das ist das mal. Warte, hier war irgendwo noch einer. Hier ist einer. Ja. Agentin. Entschuldigung. Wir wollen ja politisch korrekt bleiben. Die Agentin. So. Und oben war, glaube ich, auch noch irgendwo. Oder hier hinten ist auch eine Agent. Wo? Ah ja. Nee. Hä? Hier. Ah ja, den habe ich auch nicht gesehen jetzt. Die haben wir schon mal fertig. Und da oben waren noch fauler Zwerg. Wie viele brauchen wir denn noch? Zwei brauche ich noch. Oh, hasse ich. Vorsicht! Da sind noch zwei Zwerge, dann sind wir damit auf. Ja. Hab ich euch nicht schon mal irgendwo gesehen? Nein, hast du nicht. Hey, wie geht's euch? Ja, aber kein Grund, den Linken zu markieren. So. So. Jetzt können wir eigentlich fliegen. Jetzt können wir wieder zurückfliegen und die Quest abgeben. Alter. Das ist eine Riesennarbe. Eine echt fette, riesige Narbe. Müssten hier nicht. Was denn? Auch die Druiden irgendwo? Ja, die werden eigentlich auch. Wollte ich doch gerade sagen, hier müssten nur einige Druiden. Ja, hier ist ja übrigens der Flugmeister, wo ich jetzt gerade stehe. Blut. Und Donner. Sehe ich gerade. Litul. Dabu. Ne, hier gibt's keinen richtigen Flug. Du bist auf, auf dich alleine gestellt, sagt er dir. Ja, kommt noch. Ja. Ist wahrscheinlich noch nicht freigeschaltet. Genau. So. Blut und Donner. Ich hoffe, ihr habt euch nicht zurückgehalten. Wenn ich nach mir geringe, hätten sie mehr als eine leichte Abreibung bekommen. Quest beenden. Und natürlich hat er wieder Quests. Wollen wir die denn direkt annehmen oder dann machen wir das ein nächstes Mal? Nächstes Mal, ich glaube, ja. Anders war sie, genau. Ja. Dann machen wir hier. Hier ist Baum. So. Du stehst mir im Weg. Ja, ja. So. Naja, ist schon gut. Das habt ihr gut gemacht. Zonri, die Krise hätten wir überstanden. Wir wollen aber besser die Augen nach ihrer Verstärkung offen halten. Wenn dieses Zeug so wertvoll ist, wie Gallivix behauptete, dürfte es hier in Kürze von Allianz nur so wimmeln. Schönen Tag noch. So, er hat keine Quest mehr? Ne, er hat keine Quest mehr. Nur er hat Quests. Genau. Was kann er denn mir erzählen? Was gibt's? Riesige Käfer zu sezieren ist nicht der leichteste Job, aber man verdient ziemlich gut. Haltet die Ohren offen. Bleiben jetzt hier. Ja, wir gehen wohl. Verschwendet nicht meine Zeit. Gar nicht so einfach, die Zeitplan zu bleiben. Wenn man ständig so ein Riesenschwert über sich hat. Untoter Krieger, Spieler der Horde. Achso, wo war denn? War oben, glaube ich. Oben war, glaube ich, so eine Art Lager. Ja. Ich starre schon den ganzen Tag auf dieses Schwert. Ich kann immer noch nicht glauben, dass es wirklich passiert ist. Ich würde sagen, hier sollen wir uns dann gleich verabscheuen. Ich würde gerne noch mal ein wenig Silithus mir so anschauen. Wie gesagt, hier ganz am Anfang von Silithus
steht im Zidomi. Damit kann man sich dann nochmal das alte Silithus anschauen. Ja, beziehungsweise auch noch Quests machen, die man da noch nicht gemacht hat. Genau, da könnte man dann auch nochmal questen, was man nicht gemacht hat. Wobei, wie gesagt, Silithus ist eigentlich für Level 40 bis 60. Ja, ja. Also, ne? Für uns jetzt nichts. Für uns ist es jetzt hier nur, weil es einfach, weil der dunkle Titan sein Schwert hier drauf geworfen hat, die Narbe entfacht hat und eben das, wie hieß das jetzt nochmal? Das Zeus? Ich weiß das jetzt gar nicht mehr. Anthrazit? Nee, ich weiß nicht, aber eine Farbe, nee, glaube ich. Anthrazit ist eine Farbe, aber ja. Ja, da also diese komischen Kristalle wachsen. Genau, genau. Also werden wir morgen nochmal die nächsten zwei Quests genau, machen. Genau, ich werde einmal ganz kurz, aber nicht mit dem hier, ich werde natürlich mit dem, wie heißt die? Suchen Fledermaus von Unterstadt. Seuchen Fledermaus suchen. Mit der Seuchen Fledermaus will ich jetzt hier einmal um Silithus rumfliegen. Wenn die Fee dabei sein möchte, darf sie es gerne tun. Nee, ich. Ach so. Also hier, so schön. Guck mir. Mein Gott, ist das eine Narbe. Ja, 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 ja. Ja, es sieht schon heftig aus. Also, du siehst ja auch schon auf der Map so dieses Riesenloch. Genau, ich fliege es jetzt hier einmal. Pulsiert auch. Es ist, ja, ja, es ist ein Riesenloch. Das Schwert ist mega riesig. Ist das denn hier noch Silithus? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Ich habe die UI oder die GUI ausgeschaltet. Ich finde das mal ein bisschen netter. Ne, das ist nicht Silithus. Da muss ich eben einmal gucken. Der Bau der. Was? Was war das? Was haben wir denn jetzt entdeckt? Steht da jetzt nicht mehr. Ah, so ein Scheiß. Naja, so. Aha, was sind hier auch? Allianz oder was sind das? Ah ne, hier sind noch so vereinzelte Käfer und so weiter. Hier sind noch so einzelne Käfer und so Käferschwarms. So vereinzelt. Die sind hier dann noch. Ist ja schön. Hier sieht es auch einigermaßen. Naja, einigermaßen wieder nach Silithus aus, so wie man es so einigermaßen kennt. Ah, hier ist Allianzgebiet. Da sollte man dann vielleicht nicht unbedingt rein. Ups. Sollte man vielleicht nicht so rein unbedingt entdeckt. Wir entdecken hier gerade ganz tolle Sachen. An Karin, was? Ja. Das gefallene Königreich. Naja, hier können wir ein bisschen wieder rausfliegen lieber. Und hier haben wir wieder was entdeckt. Skarabäus-Wal. Und der Außenposten der Schatten, des Schattenhammers. Ja, Schattenhammer. Den gab's ja auch noch. Alter, was das für ein Riesenschwert ist. Was das für ein Riesenschwert ist. Oh, was habe ich denn hier gefunden? Ich bin mal gespannt mit den ganzen. Was ist denn das, was ich hier finde gerade? So eine Welle draußen. Also ein Scheißhaus! Hier steht ein Scheißhaus, Mann. Und da ist eine Quest drin. Echt? Plumpsklo des Schattenhammerkults. Geil. Ja, die Questnummer aber dann das nächste Mal an. Ja. Weil wenn wir das jetzt machen, wäre ja scheiße. Ja, 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 sicher. Dann haben wir noch drei Quests, die wir machen können. Oh, das hat alles hier weggerissen, ne? Ja, natürlich. Ich meine, Hut ab vor den Level-Designern. Würde ich sagen, sowas hinzukriegen. Besonders was Bestehendes wieder total umoperieren.
stelle ich mir echt nicht leicht vor, als was ganz Neues zu designen. Also meiner Meinung nach. Ich glaube, es ist immer einfacher, was ganz Neues zu designen, was natürlich auch sehr schwer ist. Der Bau der von... was war das? Der Bau... Bist du? Der Bau der Zacherschwarms. Ja, genau. Ja, das ist, glaube ich, auch die nächste Quest, die wir so haben. Ach so. Da ist irgendwas mit diesem Schwarm. Na, okay. Da müssen wir dann... Ja, ich umfliege jetzt ja so ein bisschen mal Silithus. Ich wollte das Klo sehen, deswegen bin ich... Ach so. Das war, ziemlich nah da bei diesem, warte, jetzt muss ich mal eben wieder anschauen. Hi, Faye. Wo waren das? Ich muss nochmal eben zurückfliegen. Was war das da? Ja. Das sind so Wirbel. So, zack, nee, Alt Y, so wart. Jetzt will ich halt Klo sehen, ne? Ja, das will mich doch hier hinterher. Hast nicht gesehen, dass ich... Nee, ich hab doch meine GUI aus. Zum 14. Mal. Ich hab doch gesagt, wo bist denn du? Ich komm. Mal. Ich will das Scheißhaus sehen. Ja. Und die... Seele, Die Seele, Da, ein Quest-Scheißhaus. Ja, da ist das Quest-Scheißhaus. Das ist... Steht doch da, Plumpsklo. Interessant was. Lies mal vor. Ein kleines Stückchen Stoff. Nariona, seid ihr das, die ich da draußen rascheln höre? Ich bin's, Agnus Sturmbräul. Ich weiß gar nicht, wer das ist. Hier sind überall Kultisten. Also sprecht leise. Rückt ein Stück näher und haltet euch die Nase zu, während wir reden. Das ist das einzigste Plumpsklo in ganz Silithus. Glaubt mir, ich habe letzte Nacht stundenlang gesucht. Ich habe mich für einen kleinen Bombenabwurf reingeschlichen, bevor die Kultisten aufgewacht sind. Aber ich habe ein kleines Problem. Ich finde keinen Stoff, um ihr wisst schon. Seht doch bitte mal nach, ob ihr ein kleines Stückchen Stoff auftreiben könnt und reicht es durch die Türe rein. Sammelt 8 Fetzen Zwielichtseide. Also, ja, das wird sehr lustig. Wir müssen für jemanden, der auf dem Bord hockt. Guck mal, und nicht mehr rauskommt. Ja, die sind nämlich 110 hier schon alle, die Elementare und Elite ja, teilweise. Das ist ja auch alles für... Genau. Genau, das ist ja extra. Also halt, ich denke mal, so ein bisschen, die jetzt hier gucken gegangen sind, kriegen die Quests natürlich auch alle mit, ne? Genau. Dass man halt so ein bisschen vorbereitet, also so ein bisschen, Zeit noch brücken kann. Genau, ich bin übrigens wieder zurück Richtung Lager jetzt. Ja, ich flieg jetzt auch vom Plumpsklo aus, aber das war lustig. Ihr wisst schon, ja. Toll, jetzt hat der Scheiß auf das Papier vergessen. Aber findet der schon das einzigste Plumpsklo, was es hier gibt? Übrigens, wird man in, ich glaube, in Orgrimmar, der sehr sehr viel Ähnlichkeit mit Kratos und seinem Sohn hat, in Orgrimmar finden und die heißen es übrigens beides nicht für gut, was Sylvanas da so getan Kratos? Hat. Kratos? Ja, Kratos. Von God of War. Wollte ich gerade sagen, das ist doch God of War, ne? Ja. Die sehen und dem ähnlich. Und die sehen beiden sehr ähnlich, die haben beide aber keinen Namen. Und Ehre. Die Namenlosen. Genau, die sind namenlos halt. Und runter. So, und jetzt würde ich mal sagen... Genau, verzeugen wir uns, verzupfen wir uns. Ja, die 3 Quests machen wir dann... Die machen wir dann ein anderes Mal. Ich verkaufe hier eben ein paar Kram. Wie kann ich euch helfen? Wie kann ich euch helfen? Das brauche ich nicht mehr. Die Schultern, ich habe bessere Schultern jetzt mittlerweile natürlich dadurch jetzt bekommen. Schultern... Kann ich verkaufen, das kann ich verkaufen. Dann haben wir noch ein bisschen. Oh, 21 Gold. Sie, ihr habt 4 zusätzliche Rucksackplätze erhalten, weil ihr einen Authentizator und mobile Benachrichtigung zu eurem Account hinzugefügt habt.
Deswegen habe ich 4 zusätzliche Rucksackplätze gekriegt. Finde ich cool, finde ich gut. Aber wie gesagt, mir war das eh alles ein bisschen sehr heikel. Mit so gar keinen Plätzen. Beziehungsweise ohne Autozitator. Den Schmuck muss ich verkaufen. Den habe ich noch von Drainer. Na gut. Brauche ich eigentlich nicht mehr. Ja, 170. Hallo? Es bleibt auf 170, egal was ich... 170? 215er. Okay, 870. 870. Aha. 979. Ja, komm, wir bleiben bei denen. So. Wir verkaufen ein paar Sachen. Fang des Erdfeuers. Faustwaffe. Seelengebunden. Einzig einhändig. 78 bis... Aber ich verschlechter mich damit. Alle Gegenstandeffekte sind nicht aktiv. Zorn der Steinmutter. Schicksalshammer. Ja, ich habe Schicksalshammer in hier, aber... Wie gesagt, der ist noch ein bisschen besser als die Waffe, die mir da angeboten wird. Kappe der nachgeborenen Pirschers. Ja, brauchen wir auch nicht mehr. Handschutz des... Grimmige Hüftgurt. Der bringt 167. Alles klar, 170 ist natürlich um einiges besser. Kopfbedeckung wäre schön gewesen, oder Fee? Ja. So ein bisschen was für den Kopf, für den Schädel wäre natürlich toll gewesen. Rüstungsset, das lege ich hier unten ab. Gewinnt 100 uraltes Mana, das lege ich auch mal unten ab. Ja, das ist ein Questgegenstand, lege ich auch mal unten ab. Pfeife des Flugmeisters, benutze bitte auch Polung zum nächsten Flugmeister. Können wir auch da unten hin tun und dann hier dieses, ich weiß nicht, was es ist. Ja. Eiserne Artefaktmacht und so weiter habe ich auch noch hier überall. Müsste ich vielleicht auch mal irgendwann mal... Ja. Ich habe jetzt alles raus. Müsste ich mal vielleicht... Deine Miete zahlt. Ja, ich müsste mal echt da irgendwo ja, hingehen und das mal wegmachen. Gut, auf jeden Fall vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Dann sehen wir uns in Silithus das nächste Mal wieder. Alter. Was denn? Ich habe 16.518 Gold. Ich habe 21.000 Gold. Reicht aber übrigens nicht für Spielzeit. Aber wir haben ja jetzt ein Abo. Fee hat ein Abo gemacht für beide. Na, Abos. Für Spielzeit nicht mal, aber man kann sich ja noch andere Sachen kaufen. Flugtiere, genau. Reittiere. Das weiß ich jetzt gar nicht. Kostet nicht Geld. Naja, keine Ahnung. Auf jeden Fall vielen lieben Dank und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder, wenn ihr denn auch wollt. Und wir sehen uns dann in Silithus wieder. Da werden wir noch ein bisschen questen. Hier. Ja, die drei Questies, die genau, wir da die noch drei haben. Questies. Mal gucken, was da noch bei rumkommt. Und dann, ja, gucken wir mal, ob wir da noch ein paar Weltquests suchen, machen, was auch immer. Wie gesagt, jetzt haben wir so ein bisschen. Ich sehe hier auch noch in Richtung Teufelswald viele Flugpunkte, die ich mir noch gerne holen wollen würde. Wo muss ich denn da hin? Ne, da nicht. Ja, auf jeden Fall holen wollen würde. Ich ja, bin aber ob gespannt. Wir das so machen. Oder? Das war, ja, ja. Oder ob wir das einfach so ein bisschen offscreen machen oder vielleicht einfach generell darüber quatschen oder was auch immer. Keine Ahnung, das werden wir dann sehen. Das genau, wir sehen. Werden mal gucken. Weil ich muss jetzt auch ein bisschen kürzer treten. Du musst jetzt kürzer treten? Hä? Ja, ab der nächsten Woche so ein bisschen kürzer treten. Ja. Also. Genau. Ja, auf jeden Fall vielen lieben Dank und wir sehen uns dann hier wieder. Ich warte einfach hier mal. Mach mal Platz hier. Komm, du kleiner Maso-Goblin. So. Wie heißt sie denn? Das ist Pixie Rostbombe. Sieht mega aus. Genau. Auf jeden Fall vielen lieben Dank. Guck mal, der Mond ist noch orange. Ja, genau. Auf jeden Fall vielen lieben Dank und ciao mit V. Ich gebe auf die Kugel, oh Maja, ich weiß es noch.